Also wenn ich da so die Kommentare lese, was da abgeht, finde ich nicht richtig. Na, muss ich was sagen. Servus die Madln, grüß euch die Burm. Hallo meine Neffen und Nichten quasi. Hier ist euer Peppi-Onkel und ich muss sagen, jetzt muss ich auch meinen Senf dazugeben. Wobei Senf würde ich nicht sagen, Senf ist so abwertend. Ich bin, wie viele von euch wissen und meinen Kanal jetzt beobachtet haben, die jetzt neu dazukommen oder dazugekommen sind, schaut sich aber bei älteren Videos von mir an, dann werdet ihr sehen, was ich damit meine. Ich bin, seitdem ich meine Dark Ages überwunden habe, ein Lego-Purist gewesen. Ich habe Freude daran gehabt, Marken oder Sets der Firma Lego zu kaufen, mit meinen Söhnen zu bauen und habe eigentlich Alternativen immer aussortiert, wenn ich ein Kompolut gekauft habe. In diesem Sinne schöne Grüße an den Gü, du kennst das, auch du hast von mir schon säckeweise alternative Ware bekommen. Das hört sich aber auf. Warum? Warum bin ich von Lego zu Alternativen gewechselt? Nun, da gibt es eine super Community rund um die Alternativen und die haben mich so langsam auf die dunkle Seite des Bausteins geführt. Dunkle Seite ist also negativ behaftet, aber passt zu mir als Star Wars Fan. Ich habe festgestellt, dass es bei den Alternativen sehr gute Steine gibt, Spitzensteinequalität gibt und es gibt auch den absoluten Schrott, Rotz, Dreck, Klumpert, wie wir in Österreich sagen würden. Und da muss man trennen. Ich würde es auf alle Fälle aber so machen, dass ich, oder so habe es ich die letzten 41 Jahre meines Lebens gemacht, dass ich erst was probiert habe, bevor ich mein Urteil darüber gefällt habe. Es gibt Lego-Puristen, es gibt Alternativ-Puristen. Da muss man sie nicht gegenseitig bespucken, beschimpfen, Sachen ins Netz stellen, die absolut aus den Haaren gegriffen sind. Also es gibt die wildesten Theorien mittlerweile, warum, wieso, weshalb von Johnny's World Container oder vom Stein gemachtes Container gesperrt worden sind. Und es wird natürlich nur mehr aufgebauscht. Finde ich nicht richtig. Ich als ehemaliger Lego-Purist kann euch nur sagen, probiert's das. Probiert Alternative. Ihr werdet sehen, da habt ihr viel Spaß, vor allem eure Kids auch. Es gibt wunderbare Kinderspielsets, so wie dieses Set hier, das Tyrannosaurus Rex Set von Toilino. Da ist der Hersteller Gudi, ist ein chinesischer Hersteller dahinter. Und das baue ich jetzt dann auch noch, kommt jetzt dann im Anschluss noch gleich das Review, das mache ich dann gleich in so einem One-Take. Möchte ich euch zeigen, die Kinder haben Spaß damit, Steinequalität spitze. Und wir brauchen da nicht diese Diskussion, diesen Hate im Netz dafür. Wir sind eine große Familie. Die einen bevorzugen halt die vier weißen Buchstaben, die anderen bevorzugen halt andere Buchstaben. Darum bin auch ich für die Aktion eingetreten, Bricks for the Kids. Ihr seht das Logo hier die ganze Zeit bereits in der Ecke, weil es mir ein wichtiges Anliegen ist, weil auch mir die Augen geöffnet worden sind. Denkt daran, eure Kinder kennen den Unterschied der Steine nicht. Ihr als Eltern habt die Verantwortung, dass ihr die Steinequalität aussortiert. Die sagt, wo man sagen kann, das ist gut und das ist schlecht. Nicht die Kinder. Verwehrt den Kindern nicht die Möglichkeiten der alternativen Steine. Und natürlich kauft auch weiterhin Lego. Mache ich genauso. Ich habe kistenweise da unten Lego und habe jetzt wieder eine Lego-Bestellung gemacht. Aber um das geht es mir nicht. Ob das jetzt alles des Rechtens ist, was da passiert, das klären die Richter. Nicht du, nicht ich und nicht sonst irgendjemand, der sich Lego- oder Klemmbaustein-Videos ansieht. Das sollen die Richter machen, da wird schon was rauskommen. Bricks for the Kids ist hier doch eine super Aktion. Darum auch jetzt meine Spende hier, damit ihr das auch seht, dass auch ich das ernst meine.